Ich bin so glücklich, Freunde. Ich könnte an die Deck hüpfen vor Freude. Jetzt habe ich eine 3 vorne dran stehen und eine 0 hinten. Ich habe ein erfülltes Leben geführt und das habt ihr mir ermöglicht. Dafür möchte ich mich bedanken. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich euch etwas zurückgeben möchte. Es gab Menschen, die auf einmal bei mir im Studio standen, obwohl sie niemand eingeladen hatte. Und klar, sie wollten etwas von meinem Star-Glamour-Staub haben. Ich habe gerne abgegeben, denn ich hatte mehr als genug davon. Und ein paar Menschen, die möchte ich euch jetzt in ein paar kleinen Ausschnitten zeigen aus meinem Archiv. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit den Prominenten, die mich heute nicht einmal mehr anpissen würden, geschweige denn, wie heißt es im Schwäbischen, dessen Halskrankheit ich mir schon seit 30 Jahren vergeblich versuche abzugewöhnen, Schwäbisch sagen würden, den würde mir nicht mal mehr mit dem Steckerle anfassen. Ich bin so glücklich, habe ich das schon gesagt. Frau Schlichter, ich grüße Sie, Herr Lothar. Antje Schlichter hat auch bei mir die hohe Kunst des Radiomachens gelernt, sitzt jetzt bei Antenne 1 mit ihrer eigenen Show, Antje bei der Arbeit. Frag mich, wer bei der zu Hause putzt, wenn die ganze Zeit im Radio hockt. Da muss ja schön dreckig sein, du. Keiner, der dich beschützt. Jetzt schmeiß ich dich runter. Solche Szenen müssen immer in den Film rein, denn das zeigt ganz deutlich den Intendanten, dass der Marktwert des Dargestellten ziemlich hoch ist, ja, weil das Interesse der Zielgruppe eben auch sehr hoch ist, wie ganz deutliche Szenen. Das ist gut. Ja, das war die pädophilen Beachparty im Höhenfrei. Berg, Bad, Kielis oder so. Und das ist Jim Knopf, war Werbeverkäufer. Der hatte nichts zu tun, weil in meiner Show haben sie sich natürlich die Nasen platt gedrückt. Da musste niemand werben. Die sind von ganz alleine gekommen. Klar, war ja auch eine geile Show. Selber schuld. Das hält da nicht auf der Kiel. Das letzte Mal Show hier in der Schienenshalle. Das Ende naht. Ja, das war die letzte Show im Außenstudio, im Schaufenster der Schienenshalle, wie Frau Fink immer sagte, die Schienenshalle. Und wieder die Kippe im Maul, ja. Das Ende. Ende. Hey Baby, Baby, ich weiß, du findest mich scheiße. Oh, und ich finde das gut. Ja, what time is it? 14 Uhr und 4 Minuten, Stadtradio PS zur Verkehrslage. Uns liegen keine Meldungen vor, wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt. Jeans von Diesel und Knockout zu haben in der Jeanshalle. Das Ende! Oh mein Gott, das Ende! Es ist wie in einem schlechten Kinofilm. Über der Tübinger Straße steht in großen, dicken Lettern das Ende und der Mann mit dem Schäferhund läuft auch schon wieder vorbei. Das heißt doch was. Oh mein Gott, das Ende! Vor meinem Tode, man sollte ja immer klar Schiff machen, möchte ich noch erwähnen, ab und zu habe ich mal vergessen, die Klamotten zu bezahlen, wenn ich nach der Sendung gegangen bin. Aber nur vergessen. Das Ende. Das Ende. Das ist die
Frau mit der geilen Stimme, dass die den geilen Werbespots auch. Ja, die Dunja, die hat ja auch viele Prominente schon als Freunde. Mit dem Berntaler hat sie, glaube ich, auch schon mal was gehabt. Nur an mir hat sie sich die Zähne ausgebissen, ja. Die Dunja, Mäusle. Ja, die soll das im Studio aufnehmen, gell? Beim Bass wohl, die Adresse. Eiskalt ist es da drin, also die Schrauben an der Klimaanlage rum. DJs Jens Mahlstedt, Gerrit Friss und Ari. Ich habe erfahren, Herr Kuris ist im Urlaub, also wir haben einen würdigen Ersatz gefunden. Und jetzt, dass hier Techno-Klänge sind, dort zu hören. Wir haben dreimal zwei Tickets so auch heute. Und die gibt es bei uns im Studio, die hier in der Jeansaal wählt. 82, 83, 82 spricht in den unteren Teil des Telefonhörers und sagt, hey, Weisinger, rückt zwei Tickets raus. Die notiert dann hoffentlich fehlerfrei euren Namen und die Tickets sind an der Abendkasse am 11. August hinterlegt. Skylab bringt draußen bei den Dingen die Veranstaltung heißt Antarktika und Techno gibt es dort zu hören. Was auch sonst Techno? Ja, hört gut zu, ihr mikrofongeilen Teenager. So wird moderiert, ja? Ihr Grüß Gott Kasper vom Privatradio mit den größten Hits, du und so. Ist schon gut, du. Ja? Ihr Moderationskrüppel. Also schon wieder der CD-Dreher macht mir immer meine ganze göttlichen Moderation hier kaputt. Dieser Hund da. So, jetzt. Die neue von Prince, so nenne ich ihn. Gabi, wie heißt er jetzt? Heißt es jetzt Love Simple oder Love Simple? Love Simple. Ja, das ist die Gabi, die hat früher im Perkins Park hinter der Theke die Gläser gespült. Heute macht sie die Scheiße vom Bär seine Papageien weg. Ist verheiratet, gell? Wahrscheinlich tut sie auch mit dem Staubsauger die Wohnung putzen. Obwohl der Bär ist ja ein Star. Wahrscheinlich hat er eine nicht angemeldete Putze. Wer weiß das schon. Alter. Das ist Norbert Neon. Ja, der Norbert Neon vom Avenue Heat Service. Ja. Der hat mich immer genötigt, seine Platten zu spielen. Gut, der hatte halt Fotos in eindeutigen Positionen mit mir. Ja. Das ist das Problem. Ja. Die erste ist scheiße, aber Titel Nummer 2. Titel Nummer 2 von Fancy, der Mann, der inzwischen bei Kochrekords gelandet ist. Titel Nummer 2 ist gut. Haben sich auch schon Hörer gewünscht und konnte der Urich aber nicht spielen, weil die Platte, ich meine, ist nicht mit aus Hause genommen. Aber jetzt können wir sie ja in den Sender stellen. Ja, der Rest kannst du rausschmeißen. Den schmeißen wir nachher raus und der Kameramann kriegt keine. Ne? Der macht jetzt Pro. Ich bin Hans Meiser. Ich bin heute mit meinem Kamerateam und mit meinem ganz persönlichen neben mir Steher hier in Stuttgart-Wangen. Ah, der Choppe, gell, der hat auch beim Bär geschafft. Da habe ich das Gnadenbrot vom Bär erhalten. Da durfte ich dann seine Bär Music Day 96 im Theaterhaus in Wangen moderieren, als ich keine Show mehr hatte. Also quasi nichts mehr zu fressen. Gell. Du, Bär, danke nochmal, gell, falls ich es noch nicht gesagt habe, du. Bär, du bist ein dufter Typ, was ich sagen wollte. Live zurück zur Werbung. Dieser Abschaum hinter mir, das sind Menschen, die nehmen so Drogen zu sich. Ah, ja. So und hier ist so ein richtiges, so ein Drogenrattenloch hier. Das wie es schon riecht da drin. Wir sind hier live im Drogenbus. Kann die Kamera, sieht mich die Kamera noch? Alles war in der Calver-Passage, Live-Sendung. Ich habe sie immer gehasst. Da, die Julia von Je, ja, meine Chefredakteurin, die hat immer Prügel gekriegt für meine Sendung. Die arme Julia ist jetzt Online-Redakteurin beim ZDF in Mainz. Gell? Die arme Frau. Hier kommt. Hier, der Mann in der Lederjacke, der Gerhard Wiesel. Das war mein Lieblingsredakteur, ohne Scheiß jetzt. Der hat's drauf gehabt, gell. Der weiß, was Entertainment ist. Dafür haben sie ihn auch gefeuert, irgendwann, diese Antenne 1, du. Es gibt ebenfalls live aus der Calver-Passage hier aus Stuttgart. Schönen guten Tag. Ich bin fast umsonst, ich komme nur auf die Sendung.
dürfte meine Mehrwertsteuer, konnte ich nicht verzichten, weil mein Steuerbüro hat gesagt, Herr Glück, irgendwann müsst ihr ja auch ein bisschen Fleisch zwischen die Zähne bekommen. Wir haben jede Menge Musik, wir haben, wie immer in dieser Sendung, wir konnten es leider auch nicht verhindern. Der Typ da hinten mit dem Ziegenbart, der Herr Matz, ja. Werbeabteilung, ja. Der hat mich gehasst. Ich ihn aber auch. Und wir haben jede Menge Studio-Gäste. Hier kommt die neue Single von Bananarama, Long Train Running. Oh, die Frau links, die hat den Sender nach der Show dann verklagt, ja. Wir hatten da so ein Bild versteigert für arme, kranke Kinder. Und sie hätte behauptet, ich hätte es nicht oft genug durchgesagt. Vor Gericht hat sie natürlich haushoch verloren. Tja, die hat's gewagt, einen Radiostar anzupissen. Diese alte du. Volker Kuntscher, guter Musikerkumpel von mir, jawohl. Also Kujau, ja. An dem Tag haben wir verabredet, dass er die Hitler-Tagebücher fälschen tut. Wir haben dann halbe gemacht. Ah, der Gerd Rube, ja, den Sänger kennt ja auch keine Sau, ja. Solche Live-Acts haben ja ständig die Show kaputt gemacht, gell. Du, sorry, Gerd, aber es war halt so, gell. Ich hab halt nur Hauptschüler als Hörer gehabt, ja. Die wollten diesen klampfen Scheiß halt nicht hören, gell. Ja, der Zerniko, der Busfahrer und seine Betthasen, der darf natürlich nicht fehlen. Ne? Er war auch überall mit seinen Weibern, wo diese geile Sache. So, Freunde, das muss reichen für heute, denn ich muss ja auch noch ein bisschen mich feiern lassen, meinen 30. Und ich wollte am Schluss wollte ich doch sagen, danke für alles, ja. Danke für dieses erfüllte Leben. Mach aus, du stinkfauler Praktikant, du Blöder. Hab ich Nikotin auf den Zehen? Sehe ich gut aus? Mach aus.